Eine Kritik, die Siedler 4 hinnehmen musste, war die große Ähnlichkeit zum Vorgänger. Das ist auch grundsätzlich nicht falsch, aber der vierte Teil hat ein Alleinstellungsmerkmal, das es von allen anderen Teilen der Serie abhebt: das Dunkle Volk. Das Dunkle Volk stellte sowohl ästhetisch als auch in seinem Verhalten die direkte Antithese zu den übrigen Völkern dar. Dementsprechend war für mich, der mit dem Spiel groß geworden ist, immer eine gewisse Faszination für das Dunkle Volk da. Leider war es als AI-Only-Volk konzipiert und deshalb nie als Spielervolk vorgesehen. Es gibt zwar den Editor-Glitch, mit dem eine Karte erstellt werden kann, in der der Spieler das Dunkle Volk steuern kann, doch richtig spielbar war es trotzdem nicht. In den letzten Jahren gab es aber einige Versuche, über Skripte Spielmechaniken für das Dunkle Volk zu simulieren. Dadurch entstanden einige durchaus interessante Karten, aber ich persönlich hätte gerne eine eigene Kampagne für das Dunkle Volk gehabt. Vor einigen Monaten kam ich dann in Kontakt mit Muffin Mario, der etwas später einen modifizierten Editor veröffentlichte. Zu dem Zeitpunkt war eines der neuen Features die Möglichkeit, fertige Map-Dateien zu öffnen. Da ich nicht gut im Map-Design bin, wollte ich versuchen, die Kampagne des Hauptspiels umzudrehen und das Dunkle Volk in den Mittelpunkt zu stellen. Daraus wurde dann meine Kampagne Dark Mirror. Da auch die KI-Version des Dunklen Volkes Mana benötigt, funktioniert die Mana-Produktion durch Pilzfarmen bereits ohne weiteres. Durch die Vorarbeit von Leuten wie Marcusi und anderen war es schon möglich, Pilzfarmen zu platzieren und Einheiten zu erzeugen. Dabei läuft im Hintergrund eine Funktion, die prüft, ob es eine Baustelle eines bestimmten Gebäudes gibt. Wenn ja, wird die Baustelle gesucht, abgerissen und, wenn genug Mana vorhanden ist, der damit verknüpfte Befehl ausgeführt. Ich habe diese Funktion noch um Fehlermeldungen ergänzt und für meine Zwecke erweitert. Es ist auch möglich, die GUI der Kaserne mit dem dunklen Tempel zu verbinden und darüber Soldaten zu rekrutieren. Damit war ich aber nicht wirklich glücklich und bei meinen Versuchen führte das Ganze immer zum Absturz der Karte, weshalb ich mich dazu entschied, bei der alten Vorgehensweise zu bleiben. Ein sehr frühes Problem war die Tatsache, dass die Gebäude des dunklen Volkes keinen Sichtradius haben. Geskriptete TV-Karten nutzen zwar bereits eine veränderte Building-Info-XML, damit das Spiel nicht bei der Platzierung einer Baustelle abstürzt, aber obwohl die Datei für jedes Gebäude entsprechende Werte speichert, konnte ich den TV-Gebäuden keinen eigenen Sichtradius geben. Zufälligerweise wusste ich aus früheren Tests bereits, dass auch das dunkle Volk mal einen Dieb bekommen sollte. Dessen Funktion wurde wohl von den Schamanen übernommen, per Skript kann man aber eine entsprechende Einheit spawnen. Diese Einheit hat zwar eine Standard-Strichmännchen-Textur und kann keine Befehle entgegennehmen, hat aber den erweiterten Sichtradius eines gewöhnlichen Diebes. Also habe ich die bestehende Funktion für den Bau von Pilzfarmen erweitert, um auch so einen Dieb zu spawnen. Leider können auch diese Diebe getötet werden, daher brauchte ich auch eine Möglichkeit für den Spieler, selbst Diebe zu spawnen. Diese Funktion legte ich dann auf die Steinmine. Bei den späteren Tests hat Muffin Mario diese Funktion dann missbraucht, indem er angreifende Soldaten mit den kostenlosen Dieben ablenkte, weshalb ich die Funktion erweitern musste, um zu prüfen, ob sich in der Nähe bereits ein anderer Dieb befindet. Grundsätzlich hätte ich auch den Orakelzauber der Trojaner auf die Steinmine legen können, zu dem Zeitpunkt glaubten wir aber, dass dazu ein trojanischer Spieler vorhanden sein muss. Inzwischen wissen wir, dass dies nicht notwendig gewesen wäre, allerdings hat auch dieser Zauber nur eine begrenzte Dauer und ihn automatisiert auszuführen führte in meinen Tests zu Performance-Problemen. Ein weiteres Problem waren die Siegbedingungen. Da das dunkle Volk feindliche Türme nicht erobert, wird die feindliche Wirtschaft nicht so gestört, wie es sonst der Fall ist. Dieses Problem verschärfte sich durch meine Entscheidung, dem Spieler erst später dunkle Gärtner und Schamanen zur Verfügung zu stellen, so wie sie in den frühen Karten der Originalkampagne ebenfalls deaktiviert waren. Ich wollte nicht, dass am Ende eine verzweifelte Suche nach dem letzten Turm ausbricht. Zunächst versuchte ich eine Funktion, die erkennt, wie viele Türme ein KI-Spieler zu seinem besten Zeitpunkt hatte und basierend darauf die Anzahl der Türme festlegt, die übrig bleiben durfte. Bei einer großen Siedlung wäre dem Spieler also mehr Spielraum geblieben als bei einer kleinen. Letztendlich entschied ich mich aber dafür, dass alle großen Türme und Burgen zerstört werden müssen, aber bis zu 3 kleine Türme pro KI-Spieler übrig bleiben dürfen. Im Umkehrschluss brauchte das dunkle Volk auch eine Niederlagebedingung. Da die KI nach Türmen sucht, ist sie selbst mit Skriptbefehl nicht in der Lage, das dunkle Volk gezielt anzugreifen. Ironischerweise ist nur das dunkle Volk selbst weiterentwickelt, da es auch nach großen Siedlermengen zu suchen scheint. Daher wird meist auf eine Dummy-KI zurückgegriffen, die der Spieler dann verteidigen muss. Zunächst wollte ich diese Vorgehensweise vermeiden, was ein Grund dafür ist, wieso die erste Mission noch keine Niederlagebedingung hat. Allerdings fiel mir außer einem Zeitlimit keine Alternative ein, und ein Zeitlimit erschien mir als Niederlagebedingung eher willkürlich. Deshalb kamen ab Mission 2 dann doch Dummy-KIs zum Einsatz. Da ich im Gebiet dieser KI auch Aussichtstürme platzieren konnte, wurde dadurch auch das Problem mit dem Sichtradius zumindest teilweise gelöst. Allerdings musste ich aufpassen, dass der Pfad der feindlichen Soldaten nicht den dunklen Tempel kreuzt, da die Soldaten dem Flamm nicht ausweichen werden. Danach musste ich nur noch skripten, dass eine Niederlage der Dummy-KI auch eine Niederlage für den Spieler bedeutet.
Das waren die allgemeinen Herausforderungen, die ich bei der Entwicklung von Dark Mirror bewältigen musste. Im nächsten Video gehe ich auf die Herausforderungen ein, die einzelne Karten betreffen. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt eure Fragen in die Kommentare.